Hallo meine vegan Freundinnen und Freunde, willkommen bei meinem ersten Foodhaul in dieser Woche. Ich war im Kaufland und im Lidl und bin da ein bisschen ausgeartet. So, im Kaufland habe ich noch einmal passierte Tomaten mitgenommen. Die sind ja aktuell im Angebot mit 59 Cent die Packung. Habe ich nochmal 12 Stück mitgenommen für 7,08 €. Dann für meinen Mann Soda-Stream-Sirup, die Light-Variante. Für 4,99 €, die war leider nicht im Angebot. Und da Abdul das ohne Zucker trinken möchte, hatte ich keine andere Wahl, da musste ich das eine mitnehmen. Dann aus der Grabbelkiste zweimal ein 8er-Pack Eier für 2,30 €. Die sind zwar nicht die Bio-Variante, aber die männlichen Küken werden mit aufgezogen und ist auch hier bei uns aus der Gegend, deswegen habe ich es dann mitgenommen. Und Eier brauche ich aktuell wirklich sehr viele, weil ich regelmäßig Kuchen backe. Und auch andere Sachen. Und deswegen Eier gehen bei uns aktuell sehr gut weg. Dann auch nochmal Butter aus der Grabbelkiste für 1,81 €. Eine Gurke für 79 Cent und Hühnchen, veganes Hühnchen für 1,74 €. So, alles in allem habe ich dann 1 € und 1 Cent bezahlt. Gut, und dann war ich noch im Lidl. Da ist ja aktuell die vegane Woche und da habe ich dann ein bisschen was mitgenommen, weil Teile günstig waren und ich muss sagen, eine Sache, da fühle ich mich total verarscht. Das habe ich dann nicht gekauft. Ich habe dann erstmal zwei Packungen Vollkornnudeln mitgenommen. Ich habe nämlich nur noch normale und mein Mann möchte ja bevorzugt Vollkornnudeln aktuell essen, beziehungsweise wir beide. Und da isst er am liebsten diese gekräuselten. Die haben jetzt das Kilo 2,19 € gekostet. Dann veganen Aufstrich. Tomate Basilikum, das werde ich heute zum Kochen verwenden. Das kostete 84 Cent. Dann als Nachtisch für uns dieses Sandwich-Eis, regulärer Preis 1,99 € und mit der Lidl-App 1,79 €. Dann neuen veganen Käse für mich, regulärer Preis 1,99 € und mit der App aktuell 1,49 €. Dann backe ich aktuell sehr gerne Käsekuchen. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich morgen Äpfel bekomme oder nicht. Wenn ich Äpfel bekomme, mache ich Apfelkuchen. Ansonsten gibt es nochmal Käsekuchen. Und da werde ich auf jeden Fall den Quark benutzen. Der hat jetzt 1,29 € gekostet. Morgen nehmen wir ja Magerquark für Käsekuchen. Aber der Fettgehalt interessiert mich nicht wirklich. Und 1,29 € ist günstiger als der Magerquark mit 1,35 €. Dann für unseren Auflauf Gouda am Stück. Hat jetzt 4,99 € gekostet, das sind aber 700 Gramm. Damit ist es günstiger als der reguläre am Stück. Und aus der veganen Woche mal zum Probieren gefüllte Hackbällchen, das ist gefüllt mit Ketchup und einmal gefüllt mit Senf. Mal schauen, wie die schmecken. Die haben jeweils 2,49 € gekostet. Da die auf Erbsenbasis sind, habe ich das mitgenommen. Eigentlich wollte ich das frische vegane Hackfleisch mitnehmen. Das war aber tatsächlich aus Sojaprotein. Das kann ich ja nicht essen. Da wir heute nochmal Hühnchen mit einem Teil Soja essen und ich Soja nicht so gut vertrage, habe ich das dann da gelassen. Da hole ich dann doch lieber das für etwas mehr Geld im Pennymarkt für 2,99 €. Dann ist das aber Erbse und das vertrage ich dann wesentlich besser. Und eigentlich wollte ich das vegane Hackfleisch bzw. die veganen Frikadellen mitnehmen, die zum Anrühren in der Tüte. Aber die kosten 3,99 € die Packung. Und ich habe gesehen, dass das reguläre zum Anrühren von Vimondo 2,19 € kostet. Und das ist wirklich, was das Hackfleisch betrifft, überhaupt kein Unterschied. Die Menge ist gleich, die Zusammensetzung ist gleich. Ich weiß nicht, warum das 3,99 € kosten soll.
Die veganen Frikadellen sind aus Dinkel. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber dafür 1,50 € mehr zu verlangen, finde ich schon ziemlich unverschämt. Das habe ich dann da gelassen. Da fühle ich mich echt verarscht von Lidl. Naja, okay. Genau, was ihr drin hört, ist meine Spülmaschine. Die läuft gerade. So, im Lidl habe ich dann 21,05 € bezahlt. So, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Trinkt einen Tee, entspannt euch, genießt die Regenpause. Und wir hören uns bei meinem nächsten Video wieder. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video verpassen möchtet. Und lasst gerne einen netten Kommentar da. Bis dann.